Jan-Ulrich im Exklusivinterview. Und das kann man nicht einfach nur alles so stehen lassen. Das gilt es einzuordnen. Und zwar mit einem ehemaligen Teamkameraden von Jan-Ulrich und Zimmergenossen auch, Jens Heppner, Radprofi und ehemaliger Sportdirektor auch. 10 Jahre im Team Telekom, in den 10 Jahren, in denen das Team Telekom strahlte, bis dann einiges ans Tageslicht kam. Jetzt ist uns live zugeschaltet Jens Heppner. Wunderschönen guten Morgen. Hallo Heppner. Morgen. Obwohl, guten Morgen ist jetzt knapp 14 Uhr auch nicht mehr ganz so richtig, je nachdem, wann man aufgestanden ist. Beim Sonntag ist okay. Aber so schaut's aus. Na, Herr Heppner, in der Tat, das war unter der Woche nicht nur, glaube ich, für uns Journalisten eine kleine Bombe. 4 Worte, ja, ich habe gedopt, hat Jan-Ulrich unter der Woche dann doch zugegeben. Für Sie überraschend, dass er diesen Satz dann doch nochmal irgendwann über die Lippen gebracht hat? Ja gut, dass er das über die Lippen gebracht hat, dass er gedopt hat, ja, nein. Ich meine, nachdem Fuentes dass bei Fuentes nachweislich Blutbeutel gefunden wurde mit einem Codenamen, ja, konnte man sich das natürlich denken. Und es war ja eigentlich vorher schon alles klar. Weil Jan, okay, er hat das lange mit sich rumgetragen und ja, nun hat er es gesagt. Und ich denke, jetzt ist er zufrieden. Warum gerade jetzt? Also warum dieser Zeitpunkt? Können Sie sich das erklären? Ja gut, warum jetzt? Das weiß ich natürlich nicht. Das müssen Sie ihn fragen. Ich habe ja auch jahrelang nichts von ihm gehört und habe ihn natürlich verfolgt, seine ganze Karriere und auch seine Abstürze, die er hatte. Und ich denke, das hängt natürlich auch damit zusammen, weil durch den Mediendruck, den er hatte über die ganzen Jahre, ist es sicherlich zu den Abstürzen gekommen. Und ich glaube, dass er jetzt mit diesem Geständnis Ruhe haben wird und zufrieden sein Leben weiterleben kann. Und ja, vielleicht deshalb. Und möglicherweise auch, weil eben die Doku jetzt auf den Markt kommt und die Schlagzeile, ja, ich habe gedopt, haben ja nicht nur wir von der Bild dann gemacht. Also die Maschinerie läuft. Sie selber, das darf man aber verraten, sind nicht ganz glücklich mit allen Aussagen, die in dieser Doku und auch in anderen Doku über die Zeit beim Team Telekom im Zusammenhang mit Doping gefallen ist. Sie sind da kritisch. Können Sie uns einmal sagen, was genau Sie kritisieren an Aussagen, unter anderem ja auch an ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt? Ja, was heißt kritisch? Ich meine, es wurde viel gesagt. Es ging los mit Alltag und Zabel, die quasi ihr Doping-Geständnis gemacht haben, aber sicherlich nicht freiwillig, so wie das Jan-Ulrich jetzt macht. Sie haben immerhin noch Telekom bzw. T-Mobile auf dem Hemd gehabt und wurden sicherlich dazu, ich will jetzt nicht sagen gezwungen, vielleicht haben sie auch Geld gekriegt, was auch immer. Auf jeden Fall, ab da wurde ja der Jan dann der Gejagte, was ja auch verständlich war. Alltag stand eh nie so im Fokus, Zabel teilweise. Und Jan hat die Tour gewonnen und war natürlich derjenige, der Deutsche, der von ihm alle erwartet haben, dass er jetzt auch was sagt. Und er hat nichts gesagt, er wollte keinen irgendwie reinreiten, kann man auch verstehen. Und aus welchen Gründen auch immer. Ja, Hajo Seppelt, klar, Doping-Experte der ARD, hat viel recherchiert, hat sicherlich auch in vielen Sachen recht gehabt. Aber er hat natürlich auch wieder mal Sachen gesagt, wie zum Beispiel bei Einnahme von EPO. Die Rennfahrer wurden nachts geweckt, mussten sich bewegen, damit keine Thrombosen entstehen und so weiter. Das kann er natürlich auch nicht von allen sagen. Ich meine, das war ab und an mal in Italien, wie man gehört hat. Aber in Deutschland beziehungsweise auch in anderen Ländern war das gar nicht der Fall. Also ich meine, dann wurden die Hämatokrit-Grenzen von 50 beziehungsweise im Skisport 53 eingeführt. Warum da ein Unterschied gab, will auch keiner drüber sprechen. Man sagt zwar, Skisport findet in der Höhe statt, aber Radsport findet auch in der Höhe statt. Alle Radfahrer haben bis dato Höhentrainingslager gemacht. Und wenn man weiß und wenn man die Hämatokritwerte mal vergleicht, kommt man nach einem Höhentrainingslager nach 5 Wochen Mexiko beispielsweise mit einem Hämatokrit von 55, 56 zurück. Das hieß, man durfte gar nicht mehr starten bei einem Grenzwert von 50. Und all diese Dinge, die wurden halt einfach nicht richtig dargelegt. Und bei einem Hämatokrit von 53, sage ich mal, oder 55 entstehen keine Thrombosen. Man muss auch nachts nicht geweckt werden. Also das auf gar keinen Fall. Und es wurde halt alles über einen Kamm geschert. Und die Leute haben eben geglaubt, okay, da wird gedopt.
der hat zu viel Doping genommen und ist jetzt erfolgreich geworden, was ja auch nicht ganz stimmt. Ich meine, am Anfang muss natürlich der Sportler, wie soll ich sagen, die ganze Jugend opfert er, die Kindheit opfert er, kommt eigentlich nicht dazu, einen vernünftigen Beruf zu lernen, zumindest im Radsport, weil einfach die Zeit so intensiv ist, so dass man gar nicht zu was Weiterem kommt als Radfahren. Wenn man 6-7 Stunden auf dem Rad sitzt und danach noch was lernen soll, ist auch fast unmöglich. Und irgendwann kommt der Sportler dann in die Versuchung oder in die Gelegenheit, vielleicht kurz vor Ende, kurz vor dem großen Erfolg mit Doping in Kontakt. Und gut, dass dann die meisten sagen, okay, ich mache das auch, jetzt habe ich meine ganze Jugend und Kindheit geopfert, ich habe nichts anderes, ich muss meine Familie ernähren. Und dass man dann dazu greift, ja, kann man auch irgendwo verstehen. Dann ganz persönlich nachgefragt, wie war es bei Ihnen? Sie wurden auch am Ende mit EPO in Verbindung gebracht, aber weit nach Ihrer aktiven Karriere im Zuge dessen dann auch Stellen als sportlicher Leiter im Radsport verloren. Wann haben Sie das erste Mal in Ihrer aktiven Karriere Kontakt zum Doping gehabt? Entweder persönlich oder mitbekommen, dass es andere Fahrer gesehen haben. Wann fing das bei Ihnen an? Eigentlich mitbekommen, nachdem ich als Amateur zum Profi gewechselt bin. Und das war eine ganz andere Nummer. Also damals in der DDR wurde nicht viel gedopt. Man hatte eine Pille und wurde freigestellt. Nimmt man die oder nimmt man die nicht? Zumindest im Radsport. In anderen Sportarten war es ja wohl anders, wie man danach erfahren hat. Und dann kam man zum Profi oder wurde man Profi. Und es war einfach eine andere Welt, auch medizinisch. Also man kannte sich gar nicht aus. Und es wurden Sachen einem am Kopf geworfen, ja, was man heute alles weiß, und damals wusste man gar nichts. Also es war schon, ja, da kam ich eigentlich das erste Mal in die Szenerie rein. Also eine Sache, ich denke, jeder andere auch. Herr Ebner, das kann ich so natürlich nicht ganz stehen lassen, wenn Sie sagen, dass in der DDR das Thema Doping keine große Rolle spielte. Ich glaube, wenn wir uns zurückschauen in die 70er und 80er Jahre, da wird wahrscheinlich kaum ein Olympiatitel ohne Doping stattgefunden haben im DDR-Dopingsystem. Das ist ja nun mittlerweile auch bekannt. Aber die Frage, wie gab es überhaupt eine Chance, wirklich Nein zu sagen? Oder war es tatsächlich einfach so, das sagen ja viele ehemalige Leistungssportler und gerade aus dem Radsport, ja, entweder ich habe mitgemacht oder ich hätte halt vom Rad steigen müssen. Gab es überhaupt irgendwann mal die Chance, wirklich Nein zu sagen und auf dem Sattel sitzen zu bleiben? Die Chance gab es immer. Also ich sage es, ich glaube nicht, dass alle gedopt haben, das glaube ich jetzt nicht. Die nicht gedopt haben, weiß ich nicht, die sind sicherlich dann nicht ganz nach oben gekommen, aber ich denke schon, dass es auch Sportler gab, die versucht haben, nichts einzunehmen oder nur legale Mittel einzunehmen. Aber das muss jeder selber wissen. Und man wusste auch von dem anderen nicht, was wird gemacht. Jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Und deshalb kann man da eigentlich schwer oder gar nicht drüber reden, was der andere gemacht hat. Also man kann es halt nur erahnen, ne? Jetzt haben wir viel, Herr Heppner, über die Vergangenheit natürlich gesprochen, auch über Ihre Karriere und die von Jan Ullrich. Aber wie ist es denn heutzutage im Radsport? Also gewisse Leistungen, die sind ja ohne Doping fast gar nicht möglich, oder? Naja, ich würde die ganze Sache gar nicht nur auf den Radsport beziehen. Ich würde die ganze Sache überhaupt auf den Sport beziehen. Ich meine, jeder zieht natürlich über den Radsport her, ja. Radsport ist angreifbar, Radsport ist kein abgeschlossenes System, wo jeder ran kann. Es ist natürlich viel schwieriger oder viel einfacher, was zu finden, als beispielsweise in abgeschlossenen Systemen wie, keine Ahnung, andere Sportarten wie Skisport oder Fußball oder was auch immer, wo natürlich auch andere Lobby existiert, wo andere Verbände oder stärkere Verbände da sind, die auch nicht so viel nach außen lassen, ne? Wie man zum Beispiel damals im Skisport, als es hieß, da gibt es Kühlschränke voll EPO in Österreich. Das ging 3 Tage und danach war alles weg. Wusste keiner mehr was davon und so weiter. Also im Radsport wurde das natürlich ausgetragen, in anderen Sportarten nicht so. Gut, das ist halt schade am Radsport. Aber ja, so ist es halt. Oder ja, oder als Beispiel, heutzutage glaube ich, im Radsport darf man ja nicht mal einen Tropf, also mit Glukose, mit Traubenzucker während der Tour nehmen. Und beispielsweise im Triathlon wird ein Zelt aufgebaut,
wo danach die halbtoten Triathleten, also auch normale, an Tropf gehangen werden, damit nichts passiert. Ja, heutzutage, was ist heutzutage? Wenn ich mir die Tour heutzutage anschaue oder dieses Jahr allgemein und schaue mir zum Beispiel Jumbo Visma an, dann sage ich, es ist ja kein großer Unterschied zu US Postal bei Armstrong. Und da fragt man sich natürlich schon, was passiert. Wenn ich mir die Wattzahlen heutzutage, die teilweise gesendet werden, im Fernsehen anschaue, es ist auch kein großer Unterschied zu der damaligen Zeit. Heute wird nicht mehr viel über den Radsport gesprochen, über das Doping gesprochen. Das ist wohl wahr, was auch gut ist, finde ich. Aber trotzdem gab es in der Vergangenheit, in den letzten 2, 3 Jahren, ein paar Fälle, die aber nicht weiter verfolgt wurden. Und irgendwie, ja, haben wahrscheinlich auch die Medienkommentatoren erkannt, wenn das so weitergeht, ist mit dem Radsport Schluss. Und da passiert nicht mehr viel. Deshalb wird wahrscheinlich auch ein bisschen weniger drüber gesprochen, was auch gut ist. Weil zu unserer Zeit war es ja dann teilweise so, wenn ein junger Rennfahrer hochkam und das erste Mal bei der Tour starten durfte und eine Etappe schnell fuhr, hieß es direkt, ja, was hat denn der genommen? Mhm. Also das war dem Sportler gegenüber natürlich auch nicht fair und war auch schwierig, glaube ich, physisch schon für solche Leute. Und ja, aber wenn ich sehe, dass Ralf Denk beispielsweise von Bora über meine Dopingkarriere schreibt in seinem Buch, dann frage ich mich doch, auf was will er ablenken? Er war gar nicht dabei in meiner Zeit, er kannte mich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ja, da muss ich mich doch tatsächlich fragen, warum macht man sowas? Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Heppner. Also Fragen hätte ich noch und nöcher, aber die Zeit läuft uns ein wenig weg. Jan Ullrich hat Zeit seines Lebens bis vergangene Woche immer gesagt, das war sein Satz zum Thema Doping, ich habe nicht betrogen. Jetzt stelle ich die Frage, warum gibt man Doping nicht einfach frei? Jeder ist ein erwachsener Mensch, jeder kann das selber für sich verantworten, wie weit er geht. Dann hätten wir diese ganze Diskussion nicht mehr, weil Jan Ullrich hat mit einem Satz meiner Meinung nach immer recht gehabt. Er hat nicht betrogen, sondern er hat sich auf das Level gedopt, wie jeder andere auch. Insofern, wenn alle gedopt waren, war die Leistung ja dann doch wieder ausgeglichen. Ist es einfach denkbar, dass man Doping komplett freigibt? Jeder ist seines Glückes quasi auch an der Ampulle selber Schmied. Nein, das ist auf jeden Fall nicht gut. Also es ist schon gut, dass es Leute gibt, die dem Doping nachgehen, weil sonst gäbe es tatsächlich, denke ich, viele Tote, weil es sind ganz viele Sportler, die beispielsweise irgendwo aus Russland kommen, die sozial nichts haben, also ganz unten sind und denen das völlig egal ist, wie viel und was sie nehmen. Und die wollen einfach nur raus aus dem System, die wollen mit Radsport oder mit Sport Geld verdienen und dem ist auch völlig egal, was sie nehmen. Und ich glaube, dass es da wirklich Tote geben würde. Von daher sind die Grenzwerte und die Verfolgung des Dopings schon sinnvoll, also auch der Sportler muss natürlich aufpassen, was nimmt er vor allem, wie viel nimmt er und so weiter und so weiter. Also das ist schon wirklich gut so, dass das weiterhin auch verfolgt wird. Hochinteressantes und spannendes Thema, Herr Heppner, über das wir sicherlich noch stundenlang mit Ihnen reden könnten, wollen uns aber an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für Ihr ausführliches Feedback und Ihre Einblicke in dieses Thema. Besten Dank. Bitte, bitte. Ciao. Und eine Sache bleibt festzuhalten, Valentina, natürlich steht das gar nicht zur Debatte, dass man Doping freigibt, zumindest nicht in meiner Meinung. Aber die Frage ist halt trotzdem interessant zu stellen und wie ehemalige Sportler, die mit Doping in Kontakt kamen, darüber denken. Deswegen habe ich diese Frage gestellt.